Vorab zum Kennenlernen der Berliner Band ein Interview. Peter Urban hat sich unlängst mit Split und Doktor von LaLora unterhalten. Ihr habt jetzt wie viele Platten gemacht? Drei. Eine unabhängige, selbstständig. Eine bei einem unabhängigen Label, Kartell, Mini-LP. Und jetzt bei einer größeren Firma, bei Virgin. Hat sich die Musik mit im Laufe der Zeit sehr verändert? Mit der Erfahrung von Plattenveröffentlichungen und von Studioarbeit? Also die Musik hat sich verändert, aber die hätte sich auch verändert ohne Virgin. Also hat damit nichts zu tun, weil jeder macht da so seine eigene Entwicklung durch. Ne? Jeder will besser werden und jeder hat auch andere Ideen dann immer wieder. Man kann ja nicht nur immer so auf ein Gebiet so fahren. Ne? Fühlt ihr euch verbunden mit, auch mit neuer zeitgenössischer Musik oder fühlt ihr euch mehr zum Rocksektor oder im neuen Popmusiksektor hingezogen? Das jetzt auch, auf England oder Amerika auch bezogen. Nicht Einflüsse, aber vielleicht Verbindungen, Sachen, die ihr gerne mögt. Ja, das ist auch sehr verschieden, weil jeder von uns hat einen ziemlich anderen Geschmack. Also man teilt sich eigentlich die Geschmäcker nicht. Und deswegen kommen die auch ziemlich deutlich in den Liedern so heraus. Und was wieder zur Folge hat, dass man uns sehr schlecht greifen kann. Deswegen wirft man uns immer vor, wir würden klauen von den anderen Bands und so mal hier wieder ein Stück. Das hört sich an wie das und das und so. Ist in uns selber. Weil ich höre zum Beispiel sehr viel gemixte Musik, also jetzt auch die ganzen neuen Sachen. Ne? Und ja, ich höre mir auch alles an, auf jeden Fall. Also man hört sich so moderne Musik, ich weiß eigentlich gar nicht, was das eigentlich richtig bedeutet, aber was man da so allgemein drunter versteht, da kann man sich nicht entziehen. Also ich habe ja gerade deshalb meine Ohren auch offen, was passiert. Aber für mich gibt es sowas nicht, dass ich was höre und sage, oh ja, das ist gut, dann nehmen wir das Stück von dem raus und das tun wir dahin. Nee, das glaube ich, das passiert auch. Tut auch kein Musiker irgendwo, ja. Glaube ich. Inwieweit hast du als Saxophonist auch Verbindungen zu Jazz? Ja, ich habe viel Jazz gespielt, das kann man ganz klar sagen. Ich war auch auf einer Tournee früher mit Jazzbands, auch Deutschland und England, aber es war nicht so bekannt, dass das so jetzt so wichtig wäre. Und auf der Hochzeit hast du gespielt? Da habe ich mit 13 gespielt, ja. Das stand ja auch schon mal geschrieben. Ihr habt begonnen vor 2 Jahren mit einem Auftritt beim Atonal Festival Ende 82 in Berlin. War das ein wegweisender Moment für euch? Ja, das hat bestätigt, dass wir weiter live spielen, weil wir hatten noch uns Musiker dazu gesucht, weil ich habe das Projekt mit dem Achim, dem Gitarristen, angefangen. Und dann haben wir uns überlegt, live zu spielen. Und dann hatten wir uns getraut, auf dem Atonal zu spielen und das hat die ganze Sache bestätigt. Seitdem spielen wir eigentlich sehr gerne und sehr oft live. Das Atonal Festival hat ja auch große Beachtung im Ausland gefunden, in England, in der englischen Presse, wahrscheinlich auch in Amerika. Wie sieht das für euch aus? Ihr singt in englischer Sprache, ein Stück ist Französisch, aber es scheint mir, dass ihr nicht unbedingt auf Deutschland euch beschränken wollt oder könnt, dass ihr auch darüber hinausgeht. Ihr habt auch in New York jetzt gespielt. Ja, wir hatten auch so in Kopenhagen einen ziemlich guten Auftritt und das hat bestätigt, irgendwie Englisch zu singen, weil die Kommunikation, die war ziemlich gut gewesen mit den Leuten. England habt ihr noch nicht gemacht? Nein. Aber hoffentlich passiert das bald. Denn klingt sicher näher an englische Musikformen als an amerikanische, obwohl ich das nicht so genau beurteilen kann. Ich weiß nicht, wie es in New York aussieht. Wie seid ihr dort beim Publikum angekommen? Was für eine Verbindung habt ihr zu den Leuten dort gefunden? Also ich denke, dass, also für mich war erstmal der Auftritt in Amerika sehr anders und interessant. Auch die Reaktion vom Publikum, was uns direkt gefragt hat, wie seht ihr das und wie seht ihr jenes, waren eigentlich mehr so Fragen, wie macht ihr den Sound? Wie kriegt ihr dat, so einen Sound hin? Das sind irgendwie so Fragen die Amerikaner öfter, glaube ich. Bei uns fragt man mehr, wie lange spielst du schon Saxophon und warum? Und da waren mehr so Fragen auf diese, auf dieses, konkret auf das Rüberbringen dieses Programms bezogen. Und das fand ich sehr interessant in New York. Und dabei fand ich, dass wir ganz guten Anklang hatten. Ja, und die Masse in New York ist aber trotzdem nur auf Unterhaltung aus. Weil es gibt faszinierend so, wenn man mit Jugendlichen redet, dass die wirklich zum größten Teil überhaupt nicht wissen, wo Deutschland liegt zum Beispiel. Und viele wissen nicht, dass es Ost und West gibt, ne, in New York. Ne. Interessiert die überhaupt nicht die Bohne. Und die Behandlung der New Yorker selbst, die ist ziemlich abgezockt, weil
wenn zum Beispiel New Yorker Gruppen nach Berlin kommen, dann kriegen die ihre Käse und Wurstschnittchen und Bier und Orangensaft hingestellt. Da wird dann alles aufgebaut, so kriegen alles. Und wenn man umgekehrt nach New York kommt, dann ist denen halt egal, ob jetzt irgendwie aus Australien oder was weiß ich nicht, DDR oder... Ja, ja. Man fühlt sich am Anfang ein bisschen verloren, kann man sagen. Mhm. Aber es geht dann doch. Also New York ist eine Stadt, da muss man nur kämpfen, glaube ich. Wie lange wart ihr da? Eine Woche und wir haben zweimal gespielt. Zweimal und wo, in welchem Zusammenhang, in welcher Gegend? Etwas außerhalb von Manhattan ist die Dance-Theria. Mhm. Ist das ein New Wave-Laden oder wie würde man das beschreiben? Vierstöckige Disco. Aha. Und das ist auch zum Beispiel eine ganz neue Erfahrung gewesen, weil unten spielt eine Gruppe und oben ist Disco-Tanz, einen drüber ist nochmal Disco-Tanz und ganz oben ist so ein bisschen auf Kunst gemacht, also Ausstellung. Und die Leute, die tanzen sich da einen ab, plötzlich geht der Vorhang auf, spielt eine Band und dann ist immer unheimlich viel Durchgangsverkehr. Ne? Leute, denen hat nicht gefällt, die gehen wieder hoch und dann kommen andere wieder runter. Und das ist so ziemlich komisch, wenn man da zum ersten Mal spielt und man sieht nur Bewegung im Publikum, raus, rein, raus, rein. Ne? Das ist irgendwie auch eine ganz eigenartige Erfahrung gewesen. Das ist etwas nervig. Ja, ja, ist erstmal ziemlich nervig gewesen, aber der zweite Auftritt war dann wieder... Ja, im zweiten war das dann auch ganz anders. Auch im selben Laden. Also gehört es doch irgendwie doch mehr zum Unterhaltungsgeschäft. Ja, ja. Nur total. Weniger, während ihr doch hier, ich weiß nicht, kann mich täuschen, noch ein bisschen mehr zur Kunstszene rückt. Also zur künstlerisch bedeutsameren neuen Musikszene und weniger zum kommerzielleren Unterhaltungspop. Ja, da würde ich jetzt wieder sagen, da stehen wir auch jetzt genau in diesem Desensibilisierungsprogramm, würde ich jetzt mal sagen, dass eben diese Stereotype, da ist das Publikum, da sind wir, läuft immer so ab, dass es eigentlich auf uns gar nicht zutrifft. Wir spielen so unterschiedliche Auftritte in so unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Stationen oder Hallen oder Bahnhofshallen oder gemütlichen Cafés oder was weiß ich, dass man jedes Mal eigentlich immer anders reagiert auf das, was da, und auch reagieren muss auf das, was da eigentlich vorhanden ist. Und darum ist natürlich ein Unterschied, ob ich in Berlin auf dem Atonal in eine Punkhallen oder früher im SO 36 spiele oder zum Beispiel im Jugendzentrum Jöllenbeck. Was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, da zu spielen. Hm. Was ich auch toll fand, wie das da ablief. Aber es ist eine ganz andere Art von Reaktion zwischen uns und Publikum. In welcher Richtung wollt ihr weiterarbeiten? Inwieweit ist es überhaupt wirtschaftlich vertretbar, so ein Projekt über längere Zeit aufrechtzuerhalten? Das ist sicher doch ein sehr kostspieliges Projekt. Ihr könnt nicht alle arbeiten wahrscheinlich, während ihr diese Musik macht. Und wie weit wird sich eure Musik dem anpassen? Ich will nicht sagen, dass jetzt der böse Kommerz kommt, aber was ist euer Bedürfnis? Ja, wir arbeiten trotzdem. Also auch wenn das sehr schwer fällt, müssen wir. Und wir würden natürlich gern mehr, ich will mal den Achim Amandowitsch zitieren, mehr das machen, was man wirklich selber machen kann oder muss oder sollte und nicht tausend andere Sachen noch. Bis jetzt ist das natürlich nur schwer möglich. Was uns irgendwo ein bisschen im Wege steht, glaube ich, ist unsere, vielleicht nenne ich es mal Kompliziertheit. Dass für viele Leute unsere Musik zu kompliziert sei, zu unverständlich. Früher war es nur immer Krach. Wenn man es gar nicht versteht, ist es Krach. Mhm. Und wir wollten ein bisschen durchsichtiger werden und, sage ich auch einfach mal, tanzbarer. Und das wird sich jetzt irgendwie rauskristallisieren müssen, wie das in unserem, sage ich mal, Gruppenprozess abläuft. Ja, vor allem sind die Möglichkeiten jetzt auch etwas besser durch Virgin, weil vorher kannst du eigentlich, wenn du ein Programm einstudiert hast, du machst die Musik, nimmst die auf, spielst die live ein, dann brauchst du eigentlich schon gar nichts mehr machen und jeden Tag musst du nur am Telefon hängen. Ne? Du musst ja nur Leute, Veranstalter und die anrufen und da wieder anrufen und du musst die Leute nur nerven, ne? Damit du auch irgendwo mal reinkommst und irgendwas erreichst. Und Virgin zum Beispiel übernimmt so Reklame und das ganze Zeug, was man erstens selber gar nicht bezahlen könnte und zweitens hat man dann wirklich unheimlich viel Freiraum wieder, weil die sagen, wir machen das und jetzt habt ihr wieder Zeit, um die neue Platte zum Beispiel vorzubereiten oder so, ne? Ja. Und dann brauchen wir uns wirklich um nichts mehr dergleichen zu kümmern, weil am Anfang war es auch eine tierische Nerverei. Wie ist eigentlich eure Position in eurer Heimat? Ist es ja oft so, dass Bands im eigenen Land nichts zählen, dass sie, wenn sie so ein bisschen rausgekommen sind, als arrogant eingestuft werden. Wie ist das bei euch? Was für eine Erfahrung habt ihr damit? Wir hatten zum Beispiel das letzte Konzert in der FU-Nacht mitgeschnitten und hatten uns die Kassette angehört. Und zum Schluss sagte einer so, das ist keine Band, das ist ein Sauhaufen. Sauhaufen. Und da meinte der Kerl, der neben ihnen stand, warum? Und dann sagte er,
weil das sieht ja noch nichts aus, die machen alles kaputt, die haben überhaupt keinen Grund dafür. Und dann meinte er, ja, die Stones haben das vor 20 Jahren eine Waldbühne auch gemacht, da haben sie die ganze Waldbühne kaputtgeschlagen. Dann meinte er, da ist was anderes, ne? Da sind die Stones, sind schon 20 Jahre dabei, die können das ja auch, ne? Also die Argumentation, die gehen immer fehl, ne? Bei solchen Dingern, ne? Ja, das schlägt sich ja oft an so in Medien nieder, dass du irgendwie, sobald du aus den in den Independent-Charts nicht auftauchst, ja, oder aufgetaucht bist, sofort einen tierischen Ärger kriegst. Dass also das nichts mehr gewesen sein könnte, obwohl sich die Musik bisher nicht verändert hat. Die reißen sich auch sofort unheimlich runter. Ne? Die müssen dann, haben sie den Grund, ne, gefunden, ne? So richtig so alles so zu erhacken. Und mit welcher Argumentation, das ist wirklich schon lächerlich. Ne? Wir haben auch gewettet, dass wir für die Platte bei Virgin kriegen wir schlechte Kritiken. Ne? Haben wir darauf gewettet und wir kriegen schlechte Kritiken. Ne? Und so, und wenn wir die erste oder so, ne, wunderbar, ne, da machen sie was, ne, und selber gemacht und so. Ne? Schwerster, schwierigster Stoff in mühsamster Heimarbeit, das hat sich von der Arbeit her von uns überhaupt nicht verändert. Das ist genauso schwierig, oder sag ich mal, ich will ja nicht jammern, also dass es genauso zusammengefichtelt wurde, aus x Ideen und Gedanken, wie machen wir dieses Konzept, und das ist plötzlich alles weg. Also das nachzuvollziehen zu wollen, was früher in den bestimmten Zeitungen immer ganz der Wille war, nachzuvollziehen, was haben die Leute sich gedacht, und jetzt quasi, habe ich Kritiken gehört von jemandem, der zum Beispiel sich nur zwei Stücke angehört hat, der die Platte kritisieren wollte. Wenn er die ganze Platte nicht mal gehört hat, kann ich darauf auch nicht viel sagen. Wenn aber jetzt kommt das Schönste, ne? Lange ist ein Hit, ne? Oder bist du mit einer Platte unheimlich dabei, verkaufst du ein paar hunderttausend Stück von, ne? Dann kriegst du wieder gute Kritiken, ne? Also jetzt ist wieder so ein Weg, ne? Dann kriegst du wieder eine gute Sisse, die haben es doch geschafft. Ich wusste das doch schon vorher. Ja, wir, ne, wussten es ja schon, dass sie auch in New York erfolgreich sein würden. Dann kommt das, ne? Es geht auch sehr oft in Wellen ab. Gerade in Berlin, immer wenn ich in Berlin war, ist mir das sehr stark aufgefallen. Das ist also 3 Monate, das ist top jetzt. Mhm. Nur Deutsch, dann es nie mehr Deutsch, ja, nur Englisch. Uns kommt es nicht so sehr auf Berlin an. Also mir wäre ein internationales Etikett lieber. Also ich bin sogar wirklich fester Meinung, dass wenn wir alle in Münster leben würden, wir die gleiche Musik machen würden wie jetzt in Berlin. Also es ist keine Mauermusik oder so. Ne? Das ist ewige Klischee. Ne? Wir wohnen halt nur mal in Berlin, weil die Möglichkeiten doch ein bisschen besser sind, ne? Musik zu machen. Soweit Split, der Texter und Sänger, und Doktor, der Saxophonist von La Lora, im Gespräch mit Peter Urban. Und nun Musik. La Lora live in der Hamburger Markthalle am 30. März dieses Jahres.